Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Friends. Mit dabei wie immer die Xyra und Tua. Hallöchen. Da ist sie ja, glaube ich. Und der Avonacho. Moin, moin. Du bist gerade im Keller, ne? Hast du jetzt, konkret hast du jetzt geskillt und stellst den Zement her? Oder habe ich das falsch verstanden? Das hatte ich tatsächlich gemacht, ja. Okay, also es lag da dran, ja? Es lag daran. Komm dir okay. Mal mit Frames entgegen, ne? Also wir bauen uns jetzt gleich Rücken an Rücken. Huh, hallo. Verstehst du? Ja. So, okay, Mensch, letzte Reihe hier. Warte mal, ich schippe hier nochmal eben. Ich kann dir Woodframes geben sonst. Ich habe noch 105 in der Tasche. Pass auf, ich schippe, du setzt oder so? Oder wie wollen wir was machen? Das können wir machen. Boah, dann gebe ich dir mal eben hier, warte mal. Ich pack die mal lieber hier rauf. Ich hoffe, die buggen nicht weg. Ich auch. Das sind sie, okay. Also wir brauchen 1, 2, 1, 3. Okay, wir brauchen noch 3 Reihen. Oh, Mann. Ach, drei Gottchen. Reihen. Hallo. So, Stein hast du gesagt, ist, ja. Ich glaube, haben wir oben noch ganz viel Stein, ne? Ich nehme jetzt mal ein bisschen was mit nach unten. Ich lasse 1000 Steine hier oben. Mehr brauchen wir ja nicht, oder? So. Ups, nein. Hallo, oh, schöne Dame. Ich hoffe, die war gelootet. Ich habe gerade eine Sporttasche weggeschippt. Die war gelootet. Ja, okay. Ja. Da hatte ich vorhin noch reingeluschert. Ich kann denkt danach ihr, auch keine Schaufeln mehr sehen, ja? Denkt ihr bei euch an Essen und Trinken? Ja, nee. Ich brauche also, bald was. Also ich habe noch ein bisschen. Ich habe das Problem ja mit Respawn elegant gelöst. Ah, das ja, ist natürlich, gewusst wie. Ja, ach so, ich genau, muss die Profis machen das so. Dann geht denn meine 8-Taste nicht mehr? Oder sind das 9 Inventar-Slots da unten? Das sind 9, ne? Ich glaub, das ja, tatsächlich. Ja, dann kann das ja nicht klappen, wenn ich auf die 8 drücke. Ich wundere mich schon mal, warum ich nicht auf Erde umschalten kann hier. Umschaufeln. Ja, so weit ist es schon. Oh, ich wollte gerade sagen, so weit ist es. Nee, ganz ehrlich, die spinnt aber auch die Taste. Was ist denn hier los? Was ist denn da kaputt? Also die Blöcke haben, ich spinne noch hier wieder. Ach nee, es sind 8. Okay, alles klar. Es sind nur 8. Ich drücke immer auf die 9 und deshalb passiert nichts, weil das Ding auf Slot 8 liegt. Ach, Mann. Sind echt 8? 2? Ja, es sind 8. 4, 6, oh, tatsächlich, das sind nur 8? Mensch, Welt, was erzählst du da für einen Unsinn von wegen 9? Diese meisten Sachen. Die Kohle unten ist übrigens dann jetzt alle. Ja, okay. Aber wir haben oben noch ganz viel Kohle. Okay. Ich habe ja mit Kohle geheizt dann die Schmiede, weißt du? So, weil. So. Wir das Holz ja auch anderweitig gebraucht haben. Ja. Und da wir noch kein Gunpowder, da wir Gunpowder auch schon reichlich haben, aber wir haben ja überhaupt noch keine Waffen, dachte ich mir, gut, dann verheizt die Kohle jetzt. Da aber haben wir vielleicht kommen wir ja noch etliche mal an Stacks. Waffen. Ja, klar, sicher. Die kommen ja zu uns. Kommt ja in Tag 21 der Waffenbringdienst. Ja, wenn wir es richtig anstellen, das hatte ich mir beim letzten Mal überlegt bei mir, wenn wir es richtig anstellen und die Ferrets einfach nur ein bisschen beschäftigen, bis zum Morgen, dass die dann am Kriechen sind, dann können wir die alle wunderbar wegschlagen. Und dauert halt ein bisschen, aber dann kriegen wir sie weggeschlagen und können sie gut looten. So, Xyra, wir tauschen mal durch, dann werte ich auf und du setzt die oder so, ja? Jo. Oh, die letzten glaub, zwei Reihen, was bin ich froh, ey. Und dann nie wieder Frames setzen. Vorm Haus mache ich das nicht, das kann jemand anders machen. Nie wieder. Abo vielleicht, oder wir müssen Bad-Zunks rekrutieren oder sowas. Das würde ich auch machen dafür, nein, dass ich mich halt eine Woche, 3 Folgen einmal komplett rausgehalten habe. Ja. Da war ich faul, da habe ich nichts gemacht. Das ist dann quasi die Strafarbeit. Naja, also ich habe jetzt wirklich die größten Stellen gemacht, ne? Nämlich einmal ganz um das Haus drumherum, ne? Alle 3 Seiten. Und das ist schon echt, also jetzt mit deiner Hilfe natürlich geht das natürlich viel schneller. Und wir sind noch nicht fertig, müssen noch Spikes und Stacheldraht gesetzt werden. Aber gut, da habe ich welche in der Tasche, das ist nicht so das Problem. Also wo sind wir denn? Tag 18, ein bisschen Zeit haben wir ja auch noch.
Also insofern, wenn ich noch länger hier weitermachen muss mit immer dasselbe, dann brauche ich auch mal eine Kur. So. Oh, ich glaube. Na, ich weiß ja, dass Hordenabsicherung wichtig ist, aber ein bisschen öde wird es dann trotzdem mal irgendwie. Ja, ja, auch schon. Okay, Spikes hast du ja noch genug. Moment, ne? Sekunde. Ja, ich muss eben, ich fange hier an. Nee, doch, das nein, ich mach das mal eben. Ja, nee, doch, nein. Oh. Die kommen dahin, dann kommen hier die Spikes hin. Okay, alles klar. Okay, dann fange ich jetzt schon mal an, in das U die Frames zu setzen. Ist das genehmigt? In das U, ja, kannst du gerne machen. Gut. Ich habe nämlich sowieso noch ein paar übrig. Dann kann man das ja schon mal beginnen. Voilà. Ne, jetzt setze ich aber erst den Stacheldraht. Brauche ich mich nicht wieder zu ärgern, rumärgern hier damit. Ist das? Ja. So. Reicht nur leider nicht, weil ich auch nur noch 50 habe davon. Ich glaube, da ist unsere Seite länger als 2x25 Blocks. Weiß ich gar nicht genau. Wie lang ist denn das Haus jetzt? Hat da jemand ich die Abmessung im Kopf? Nee. Das kann ich dir so tatsächlich gar nicht sagen. Weil ich glaube, wir hatten das zu Anfang mal abgezählt, aber ich weiß es nicht mehr. Hätte schon ganz gerne meine Quadratmeterzahl gewusst, damit die Nebenkostenabrechnung überprüft werden kann. Wo dann, ja. So, ihr denkt, die Zombies laufen. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Wenn jetzt einer kommt, habe ich ein Problem. Das darf nicht passieren. Weil die kommt will nicht. Ich noch die sind, eben. Die sind am Tag gekommen. Die kommen jetzt nicht. Oh. Oh. Wir haben übrigens dann nächsten Tag nichts. Wir haben jetzt nur. Also, ich weiß nicht. Abo, was hast du? Nee, ich habe. Ich hatte vergessen, dass wir die eine Mauer schon zugemacht haben mit Cobblestone. Oh. So, mir ist eingefallen, dass morgen Tag 19 ist. Ja, Hunde. Mhm. Das ist nicht so schlimm. Ach so. Die Wauwis. Mhm. Ja, ja, noch sind es Wauwis. Mhm. Ja, wenn es denn soweit ist, dann sind es wieder Köter. Ja, ja. Den Spiderschutz, wie gesagt, bitte nicht aufwerten. Nee. Ich bin hier voll und ganz mit meinem U beschäftigt jetzt. Ah, Zombie! Was? Okay, ich geh rein. Der war auch gut. Der macht dann mir die Tür vor der Nase zu. Ach so, okay, Entschuldigung. Ich hab nur ein Geräusch gehört. Ich glaube, das ist entweder eine... Boah, jetzt hab ich aber Puls kurz. Ich hab nur was gehört und bin gleich gelaufen. Könnte ein Kreischerin gewesen sein. Boah. Ich brauch jetzt erstmal. Es könnte auch eine Katze sein. Eine Kreischerin war es wohl nicht. Zumindest ist euch jetzt keine zum Eingang gefolgt. Ja, wir haben trotzdem, ich war beunruhigt. So, das reicht ja auch. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, alles gut. Alles gut. Oh, ich finde das gerade so gut. Ich weiß nicht was, ich habe nur was gehört. Mhm. Und in der nächsten Sequenz sieht man dann eine kleine Katze aus dem Busch kommen. Mau! Genau. Mau! Die sind aber auch Biester, wenn die ja mit ihren Milchtreten anfangen. Ich traue dir nicht über den Weg. Oh, das Milchtreten ist so süß. Ja. Ja, aber wenn die damit erstmal anfangen, ne, denn das ist schon scheiße gefährlich. Ja. Ich kann eigentlich hier mal gucken, ob ich mich hier mal ein bisschen leer machen kann. Wir haben 1000 Plant Fibers. Das ist sehr interessant. Kann mich mal einer aufklären, was Milchtreten ist? Milchtreten, das ist, damit fangen Katzen an, wenn sie ganz klein sind. Wenn sie am Gesäuge der Mama hängen, dann treten sie mit ihren Vorderpfoten immer abgewechselt, wie so stampfen gegen den Bauch. Und dadurch beschleunigen sie den Milchfluss. So, und das sieht dann du meinst das Massieren? Ja, genau. Das ist bei ausgewachsenen Katzen ist das, wenn die immer mit den Pfoten dann, ne, so auf dem Boden, dann auf dem Kissen genau, oder sowas, im immer Prinzip dieses. So wie genau. Stampfen. Hm, genau, das ist das Milchtreten. Ja, das kenne ich auch, aber ich kannte das nicht unter dem Begriff. Nee, okay, aber das ist, daher kommt der Begriff dann auch. Das machen aber nicht nur Katzen. Wenn ich nicht irre, dann hatten das damals meine Hundebabys auch gemacht. Ja, Hunde machen das auch. Warum nicht? Deswegen meine ich, aber das sah auch nicht wie Treten aus, sondern tatsächlich eher so wie Massieren. Ne?
Ja, klar, ja, die treten so ja auch das. Nicht. Aber also ich kenne den Begriff so. Ich weiß gar nicht, ob das ein eingetragener Begriff ist. Nee, es ist auch tatsächlich. Also das, ich sage jetzt mal, der Fachjargon spricht tatsächlich vom Milchtreten. Also das ist wirklich der richtige Begriff dafür. Ich nehme mal 4000 Clay mit in den Keller. Ah, ich will was herstellen. Kann man hier im Keller ist ewig viel Clay drin. In der Kiste. Warte mal. Aber du kannst da trotzdem ruhig mitnehmen. Eisen. Okay, mach mal eine Sekunde. Metal sein. Das sieht aber schon mal hier vorne gar nicht so schlecht aus. Mit dem Stacheldraht. Der hintere fehlt noch, aber... Jetzt habe ich mir den Namen gar nicht notiert. Ich gehe gerade auf einen Zuschauerwunsch kann man jetzt gar nicht sagen. Aber ich mache gerade mal etwas, was ein Zuschauer geschrieben hat. Wir brauchen noch mehr Barbed Wire. Ja. Barbed Wire. Ach, Forged Iron brauchen wir dafür. Mhm. Ach, hast du doch keins aus der Schmiede gezogen, ne? Forged Iron? Nein, Forged Iron habe ich nicht rausgeholt, nein. Wo hatten wir? Aber wenn du unten an der Schmiede wieder hochkommst, dann kannst du den Rest Zement noch mitbringen. Und auch noch einen neuen herstellen. So, pass mal auf. Wir machen jetzt. Nein! Was denn? So? Ist dir da unten irgendwie ein Baum begegnet oder ein Zombie? Nein. Ihr könnt mal. Xyra, guck mal nach oben. Nach oben? Dann gucke ich gegen eine Decke. Über die Kisten, da stellt was? Ach so. Hism. Und warum steht da Hism? Hism, HSM. Ja, warum steht das da vielleicht? Halten Sie meine, und da fehlt noch ein Buchstaben, Eier oder so. Holz, Stein, Metall. Ah. Das nennt sich dann, und das nennt sich dann Hism. Ja. Hism. Sag mal, sind die Lahmschilder immer silber, so metallisch, oder kann man die auch einfärben irgendwie so? Die Buchstaben Metal Sign. Also ich denke nicht, dass wir die färben können. Die kann man herstellen. Ja, in der Workbench. Musst du mal. Ich muss gestehen, ich habe da noch nie reingeguckt. Ich gucke mich da jetzt mal um. Ich habe das auch erst neulich durch Zufall gesehen. Ich habe mich auch immer gefragt, was die immer mit Buchstaben meinen. Bis ich das in der Workbench dann gesehen habe. Ja, das ist das alternative Funpimp-Kistenbeschriftungssystem, glaube ich. Funpimp. Da ist. Funpimp. Das war auch noch so schön treffend. Das ist herrlich. Das ist halt wie in der Schule, ne? Man kriegt halt das ABC vorgesetzt und dann mach was draus. Ja. Nur so richtig. Also für die Kisten ist es auch nicht so richtig geil irgendwie, ne? Ja. Hey, wir hatten die Hedge andersrum gesetzt. Wer hatte die Hedge? Warum? Warum? Weil ich da nicht rausgekommen bin. Wir schreiben die Zuschauer seit Wochen. Jetzt setz doch mal diese scheiß Hedge anders. Und habe ich erst geschrieben, nee, ich will warten, bis Bat das erste Mal mit dieser Hedge konfrontiert wird. Jetzt war es ja soweit. Jetzt haben wir wieder Kommentare. Mach doch die Hedge anders. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Ich finde sie ganz unterhaltsam. Die sind schon am Verzweifeln. Unterhaltsam ist natürlich auch ein schöner Begriff für diese Hedge. Das ist ja großartig. Ne? Das ist super. Ah, 7 Minuten. Nee. Machen wir das gleich nochmal. Hier drin muss ja auch noch ein bisschen was aufgewertet werden, ne? Ich muss das einfach mal. Du schmelzt jetzt in der rechten auch Stein ein? Ja. Es war noch aber in zwei Stein, oder nicht? Nee, nur in einer. War nur in einer gewesen. Ach so. Ja, weil ich. Okay, dann mache ich jetzt mal die Hälfte Stein, die Hälfte Clay, weil wir brauchen Clay, sonst wird das auch mit Stein nichts mehr. Zement können wir herstellen. Könnte ich nochmal 274 rausholen? Mache ich das? So, wir brauchen Forged Iron, ne? Mhm. Zumindest hattest du was in die Richtung gesagt, ja. Forged Iron. Wie brauchen wir nochmal für ein Barbed Wire? Kann da mal jemand nochmal gucken? Ich habe gerade keine Ahnung. Ganz zwei, ehrlich. Ne? Barbed Wire. Zwei Stück. Aber da kommt nur ein Barbed Wire raus oder kommen da dann auch zwei raus? Eins nur. Ich kann einmal ausprobieren. Ich probiere einmal aus. Ja, mach mal. Moment. Ein paar Sekündchen warten. Eigentlich könnten wir auch. Knister. Einer. Du brauchst zwei Forged Iron für ein Barbed Wire. Teure Geschichte. Naja, wie das halt so ist.
Ja, das eine, was man will, das andere, was man muss. Also wir können jetzt 100 Barbed Wire erstmal herstellen, dann ist die eine Schmiede leer mit Eisen. Das ist krass. Da gehen 2000 Eisen bei drauf. Für 100 Barbed Wire brauchen wir 2000 Iron und 1000 Clay. Das ist krass, ne? Alter. Ja. Deswegen ist es auch schön, dass sich das Ganze auch wirklich rentiert. Weil dann, das hast du ja gesehen, also das lohnt sich wirklich mit dem Ding. Sah der Stacheldraht früher nicht anders aus? Da war das doch so, nee. Ich sag jetzt mal so zauntechnisch, oder nee, nicht? Nee, der Stacheldraht, der war schon immer so. Was war denn das, was ich da im Kopf Das Icon hab? Sah anders aus, wenn du das meinst. Nee, ich meine, wenn man das gesetzt hat. Es gab doch mal irgendwas, ich dachte, das wäre Stacheldraht gewesen. Die gibt's immer noch. Wenn man Nicole? Achso, ja. Einfach mal Wire eingeben, dann siehst du doch direkt unter Barbed Wire den Barbed Wire Fence. Das ist der Zaun, den du meinst. Damit wir das nicht vergessen, weil wir das die ganze Zeit getan haben, also vergessen haben, würdest du den Holzrahmen hier auch noch verstärken? So doppelt? Welchen Holzrahmen? Wo? Na, den Holzrahmen hier, wo dann das Konkret, das Konkret reinkommt. Achso, hier bist du. Achso, hier, die Säulen meinst du? Mhm. Ja, die generell also, den Rahmen so. Halt, ne? Ja. Weil hatten wir ja unten auch mit angefangen. Dann würde ich das hier, wo quasi die Balken noch oben geführt werden, würde ich das dann auch machen. Dann okay, sieht das hübscher also, aus, denke ich. Moment, ich mache einmal ganz kurz einfach nur so die Säule. Ja. Alles klar. Jo, mache ich. Nee, nicht nur die Säule. Also einmal rum. Ja, hier das weiter, ist ja, stimmt, da das weiter. Ist ja, ja, das soll ja einen Stützrahmen darstellen. Och Mensch, meine Hedge. Mal gucken, vielleicht baue ich mir in der nächsten Folge ein kleines Loch. Einfach nur so 3 Block tief oder 4 Block tief. Und setze dann, eine Hedge-Falschung drauf. Genau, das ist dann meins. Das gehört dann nur mir. Oh, das ist jetzt schon so ein bisschen niedlich. Das ist ein bisschen merkwürdig auch, oder? Nein, ich bin doch tatsächlich jetzt eher für niedlich. Concrete Mix. So, dann brauchen wir Stein, Sand und... Okay. Concrete Mix. Also, ich bin schon mittlerweile wirklich geübt, hier die Wrench zu schwingen. Ja, da habe ich letztes Mal nur gedacht, warum hast du die mitgenommen? Die könnten wir brauchen. Haben wir hier noch... Ja, es tut mir leid. Wir haben noch 100 Iron Bars übrigens, ne? Und 168 Rebar Frames. Also da muss auch keiner was machen, ne? In der Art. Wollte ich nur mal so sagen. Ne? Iron Bars haben wir ja gesagt, die haben wir als Reserve an der Seite liegen. Haben wir gesagt? Ja. Also zumindest 50, würde ich sagen, bleiben davon als Reserve, wenn sie uns vielleicht kaputt hauen. Wir haben noch 300 Cobblestone-Frames, ne? Wollte ich auch nochmal so sagen. Ja, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, ne? Glaube ich. Weiß nicht. 502 Holz kann ich dir mal eben kurz mitbringen, Syra. Wo bist du denn? Komm ich kann dir auch Holz geben. Drin, okay, in der Kiste. Du bist in der Kiste. Nee, das nicht. Ich kann dir noch 1000 geben. Wobei ich das in Subnautica öfter mal geschafft habe, dass ich beim Looten in so eine Kiste springe und nicht wieder rauskomme. Ist kein Scherz. Und das fand ich gerade echt gut. Wo bist du denn in der Kiste? Wo bist denn du da jetzt? Ich stehe hier oben. Ich leuchte wie so ein Leuchtturm. Ich drehe mich mal. Irgendwann siehst du mein Licht. Und Cobblestone Rocks haben wir auch noch sehr viel. Hier, guckst du. Yep. Da hast du nochmal 1000. So. Perfekt, danke. So. Und jetzt mal hier unten noch ein bisschen Concrete Mix. Na, was wollte ich denn? Da, Papier, gut, 250 Federn, so. Barbed Wire, ich gehe nochmal in den Keller und guck mir das an, was da ist, so, zack, zack. Gott, ich wollte den Concrete-Mix schon wieder reinschütten. Ach, ich hab doch Licht. Ich weiß nicht, warum ich das immer mache. So, do, ja, die... Okay, irgendwo rennt draußen ein Zombie rum. Ja, der tut sich gerade weh. Okay. Das soll er auch ruhig. Wir müssen ja auch noch 2 weitere Bunker hier erstellen. Jetzt ist aber ein Kreischer da. Kreischer jetzt ist ein tiefen Kreischer da. Ich bin gerade bei der Schmiede. Ich bin gerade bei den Schmieden. Dann lass du ruhig an der Schmiede. Das ist nicht so schlimm.
Naja, aber wenn dann jedes Mal, wenn sie kreischt, ruft sie Zombies, ne? Ja. Alle 20 Sekunden. Ich denke nur, wenn sie uns sieht, dann kreischt sie. Das weiß ich jetzt nicht genau. Also insofern geht sie dann halt kaputt und gut ist. Ja, ich bin ja im Haus und bin da am Machen. Ich mache hier Beton. Ich meinte auch Well. Well, geh in deine Kiste. Ich bin doch bei den Schmieden, nicht in den Schmieden. Geh in die Schmiede. Nein. Wie war das? Nein. Mir ist warm, mach das Feuer nicht aus. Dann hast du keine kalten Füße. Xyra, halt die Klappe. Oder du kommst gleich in die Schmiede. Das ist schön, dann habe ich keine kalten Füße. So, Barbed Wire wird jetzt hergestellt erstmal. 80. Oh, super. Das Wahnsinn. Ist ja 80. Viel. Ja, du, mehr Forged Iron ist noch nicht fertig. Okay. Kann ich nicht, mehr kann ich nicht machen. 27 Barbed Wire habe ich dann noch. Es ist echt schwierig hier gerade. Es ist wirklich schwierig. Wie viel Beton brauchen wir denn überhaupt noch? Concrete Mix. Brauchen wir überhaupt noch wirklich viel? Ja. Wofür denn? Ich habe... Einmal um hier unten zu verstärken und einmal um oben die den Rauputz dran zu, den Putz dran zu machen. Das würde ich aber erst nach der Feralhorde machen. Ja, wenn wir dann noch hunderte von Concrete Mix übrig haben, dann würde ich die nur dafür nehmen. Jetzt wird hier unten erstmal verstärkt und so viel habe ich nicht. Ich habe gerade mal 300, also 400 werden es wohl werden. Okay, also es sind doch ungefähr 600 in Produktion gerade. Das ist schön. Was hatte ich hatte ja letztes Mal, glaube ich, gesagt, wie viel wir wahrscheinlich brauchen. Aber ich weiß es nicht. Habe ich vergessen, das war damit schon eine irre hohe Zahl. Ja. Oh, Hund. Hund? Oh Gott, hier ist voll High Life. Ich traue mich nicht rauszugucken, nicht, dass da ein Kreischer dabei ist. Die sind im Geil, 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 geil. Foto. Die sind bei mir hier oben und sie probieren gerade den Stacheldraht aus. Sie sind hier beim Lager. Im U sind auch welche. Nicole? Ja, beim Lager sind sie hier. Sie probieren gerade den Stacheldraht aus. Okay. Ich habe Zeitlupenhunde habe ich hier gehabt. Also die im U? Ja, die im U, die sind tot. Ach, im U waren auch welche? Ja, die haben sich mit den Spikes angelegt. Jetzt wissen sie, dass das keine gute Idee war. Ha! Haha! Haha! Ha, selbst schuld! Ha, ha, ha. So. Oh Gott, diese Freude gerade. So. Ja, das ist gut. Okay. Auch auf die Gefallen, dass ich mich unbeliebt mache. Wir haben 20 Minuten rum, ich weiß. Ja, echt? Genau. Schon wieder? Ja. Schnell. Ja. Schön, ne? Genau, aber es ist gleich 4 Uhr, jetzt können wir gleich raus und uns dann auch draußen von den Hunden töten lassen. Das ist viel praktischer. Ja, vor allem werde ich mich wahrscheinlich beim spannenden Bäumefällen von den Hunden töten lassen. Ey, lauf nicht so weit weg. Das müsst ihr sehen. Es ist Hundetag, genau. Ja. Wie wär's denn, wie weit ist die Wüste weg? Auch noch ein bisschen Sand besorgen. Aber doch nicht am Hundetag, oder? Ja, gerade wenn du in Bewegung bist, ist das so schlimm nicht. Kommt darauf an, aus welcher Richtung sie kommen. Aha, die Wüste ist ein paar Meter. Ja, wenn du Sand, eben, dann musst du halt im Laufen schippen, ne? Ja, so wie ich beim letzten Mal. Nee, du, wir haben echt noch viel Sand, ne? Weil ich ja Sand hergestellt habe aus Stein. 2000. Hä? 2000. Ja, ich habe aber eben schon 2000 Sand verbraten. Ich habe noch 2000 gefunden. Die lagen da noch rum. Ach so. Ja. Ach stimmt, wir können ja herstellen, stimmt. Ja, dafür bräuchten wir Stein. Aber ich wollte ja eh nochmal in die Mine und Metall holen. Aber jetzt nicht tagsüber. Tagsüber werde ich nicht in die Mine gehen. Das mache ich dann nächste Nacht sonst. Jo. Also, weil das wäre blöd halt irgendwo. Jetzt müssen wir uns dann leider erstmal verabschieden. Genau. Genau. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss.